Mann, Moritz, du kannst es nicht lassen, ne? Ich will hier immer welche Knöpfe drücken. Wir sind hier gerade bei HPS und bei Pikea und wollen uns die Wasserstoffstromspeicher angucken und beziehungsweise mal eure ganzen Fragen beantworten. Und jetzt suchen wir mal den Seat und machen mal hier jetzt den zweiten Teil von euren ganzen Fragen zu Technik, Effizienz und wo ihr das überhaupt alles bekommt und die Größe von dem Stromspeicher. Also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wehe, du drückst hier wieder irgendwelche Knöpfe. Haben wir uns verstanden? So, moin Seat, grüß dich. Morgen. Ich wollte mal mit dir einen zweiten Teil machen mit den ganzen Fragen, die uns die Leute geschickt haben. Und zwar einmal über die Technik und über die Effizienz wollten wir uns unterhalten. Mhm. Und auch über dieses ganze Thema Größe des Speichers und Fragen zu Pikea. Wo kriege ich das überhaupt, wo kann ich das kaufen etc. Mhm. Also wir fangen mal an mit, das waren wirklich die meisten Fragen, Effizienz und Technik. Mhm. Und zwar die erste Frage, die glaube ich 10-mal kam gefühlt. Der Gesamtwirkungsgrad. Für die Leute, die die ersten Videos nicht gesehen haben, ich verlinke euch die hier oben, da haben wir das ganze System schon vorgestellt. Also das ist die erste Stufe einer sogenannten KVE, kompaktverdichte Einheit, die zu jedem Speichersystem dazugehört. Da kommen noch zwei Schaltschränke dazu, die die Steuerung übernehmen, die die Gasverteilung übernehmen. Da kommt eine Kompressoreinheit mit dazu, die dann den Wasserstoff komprimiert und in die Speichereinheiten überträgt, die dann immer daneben stehen. Und ganz viele Fragen auch schon beantwortet in den Videos. Das heißt, hier klären wir sozusagen die Fragen, die ihr in die Kommentare geschrieben hattet. Gesamtwirkungsgrad von dem Pikea Wasserstoffstromspeicher. Was ist der? Kann man den überhaupt nennen? Oder sagst du, man muss sich eigentlich alle Komponenten einzeln angucken? Ja, man muss sich zumindest, sagen wir mal, so die Energiepfade angucken. Wir geben ja einen Gesamtnutzungsgrad von 90% an. Und der ist natürlich ist die Zahl sehr hoch und ich betone deshalb auch das Wort Gesamtnutzungsgrad, weil das beinhaltet dann die Nutzung von Strom und Wärme. Okay. Und normalerweise, wenn man über Wirkungsgrad spricht, dann meint man damit eigentlich immer den elektrischen Wirkungsgrad und der ist natürlich niedriger. Und jetzt hängt der aber immer davon ab, über welchen Pfad betrachte ich die Energie. Also ich habe die PV-Energie, die ich praktisch direkt nutze und dann habe ich die Wandlungsverluste in der Leistungselektronik. Ich habe einen anderen Wirkungsgrad, wenn ich die Energie über den Batteriespeicherpfad schicke. Ich habe einen anderen Wirkungsgrad, wenn ich sie über den Wasserstoffspeicherpfad verschiebe. Und es gibt Kombinationen aus denen. Also ich kann auch in die Batterie, in den Wasserstoffpfad und wieder raus und zum Kunden gehen. Und da gibt es eine Vielfalt. Wenn wir jetzt über Wirkungsgrade sprechen, dann ist die häufigste Frage, die bei mir ankommt, und ich gehe jetzt mal davon aus, das ist auch welche, die deine Interessenten auch im Sinn haben, ist, wie viel Wirkungsgrad hat jetzt die Brennstoffzelle oder der Elektrolyseur? Genau, das sind auch die Fragen, die jetzt noch kommen. Also was sind die einzelnen Komponenten? Ja. Also die Brennstoffzelle, kannst du etwas vereinfacht sagen, hat 50% elektrischen Wirkungsgrad. Jetzt die anderen 50% fallen in Form von Wärme an und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Beide Energieformen nutzen wir im Haus und beide Energieformen haben einen Wert, also auch in Form von Euros am Ende des Tages, weil du ja Geld ausgeben musst, um die Wärme im Gebäude zu erzeugen. Und beide Energieformen sparen auch CO2. Weil wenn du Wärme herkömmlich herstellst, dann ist die CO2 belastet. Das heißt, die Anlage amortisiert sowohl finanziell als auch im ökologischen Sinne auf beiden Energieformen Strom und Wärme. Also Wirkungsgrad der Brennstoffzelle liegt je nach Leistungspunkt zwischen 50-60%. Wir sagen immer wieder, nimm einfach 50%, dann hast du eine Zahl, das ist einfach zu betrachten. Der Wirkungsgrad jetzt elektrisch zu chemisch gespeichert im Elektrolyseur liegt bei 70-75%. Und auch dort wird der Restanteil natürlich in Form von Wärme frei und auch die nutzen wir dann in dem Energiesystem zur Versorgung. In der Umluft sozusagen, dass man das dann macht. Jetzt haben wir zwei, das ist vielleicht auch eine Frage, wie nutzt man dann eigentlich die Wärme dann, wenn die entsteht als Prozesswärme? Das hatte ich gerade gesagt, der Elektrolyseur, mit dem fange ich mal an, hat einen Wirkungsgrad von 70%, konservativ angenommen bis 75%. Und der läuft hauptsächlich im Sommer. Das heißt, dort, wenn ich eigentlich auch jetzt keinen Heizenergiebedarf habe, aber ich habe einen Warmwasserbedarf, denn ich will auch im Sommer kochen, duschen etc. Der Wirkungsgrad beim Elektrolyseur liegt 70-75%. Der Elektrolyseur läuft hauptsächlich im Sommer. Das heißt, wir nehmen die Energie, speichern die von elektrisch, wandeln die in chemische Energie, speichern die ein und die dabei entstehende Wärme nutzen wir zur Brauchwassererwärmung.
Weil im Sommer ist kein Heizbedarf, aber du willst kochen, duschen, Warmwasserverbrauch hast du. Stichwort Energiebilanz Piquea. Wie viele Kilowattstunden Strom bekomme ich im Winter aus einer Kilowattstunde im Sommer zurück? Ja. Kann man sowas beantworten? Ja. Naja, das ist eigentlich im Prinzip, musst du die Wirkungsgrade ausmultiplizieren. Okay. Also das heißt, musst einfach den Wirkungsgrad des Elektrolyseurs und den der Brennstoffzelle ausmultiplizieren. Und dann kannst du sagen, es ist relativ einfach, wie viel Strom steckst du praktisch im Sommer rein, wie viel nimmst du dadurch elektrisch im Winter raus. Und du hast es gerade, glaube ich, gesagt, Wirkungsgrad Brennstoffzelle war wie Wirkungsgrad Elektrolyseur, um Wasserstoff zu produzieren. 70 bis 75 Prozent. Nehmen wir und 70. Und Brennstoffzelle dann wieder zurück, dann 60. ungefähr 50 bis 60. Genau, Prozent. Nehmen wir auch die 50. Also nehmen wir in beiden Fällen die kleinere Zahl, dann wärst du bei 35%. Okay. Und du hast jetzt in beiden Wandlungsschritten fällt Wärme an, im Sommer weniger, im Winter mehr. Das passt eigentlich super gut auch zum Wärmebedarf des Gebäudes. Dadurch ist sie sehr gut nutzbar. Und in beiden Schritten nutzen wir sie. Ja. Und Abwärmeleistung, Brennstoffzelle oder auch Verdichter, hat auch jemand geschrieben, wäre es sinnvoll, so eine Brauchwasserwärmepumpe mit einzusetzen? Mhm. Also Abwärmeleistung, Brennstoffzelle? Wenn du bei 50% Wirkungsgrad bist, ist es, und du hast 1,5 kW elektrisch, die du rausnimmst, hast du auch 1,5 kW thermisch. Okay, und Verdichter, den nutzt ihr, glaube ich, nicht, ne? Der steht draußen. Der steht draußen, ist die einzige Komponente praktisch auch außerhalb dieses geschlossenen Wärmesystems, wo wir die Abwärme benutzen. Da kann man nur sagen, der läuft natürlich wirklich explizit nur im Sommer aus Überschussstrom. Das heißt, die Wärme braucht man beim Verdichter auch nicht mitnutzen, weil eigentlich ist ja dann schon Sommer und warm. Ja, die ist wirklich die einzige Komponente, die außerhalb dieses nutzbaren Systems liegt. Und Brauchwasser-Wärmepumpe, ist das interessant, sinnvoll? Überlegt ihr das? Ja, also Wärmepumpe an sich ist unserer Meinung nach eine sehr sinnhafte Technologie, die hocheffizient Wärme zur Reit stellt, schon mal keinen Kamin mehr vor Ort oder keinen Schornstein mehr vor Ort hat. Das heißt, keine CO2-Emissionen emittiert und hocheffizient ist. Das ist eine super Lösung. Und wir glauben daran, dass die Kombination aus einer Wärmepumpe mit Piquea das Dreamteam ist. Weil was die Wärmepumpe gut macht, ist, sie braucht wenig Strom, um Wärme zu erzeugen, und sie macht keine Emissionen vor Ort. Was eine Schwierigkeit darstellt, eine Herausforderung ist, dass die Wärmepumpe ja systematisch den Strombedarf des Gebäudes gerade im Winter anhebt, wo wir eben keine erneuerbaren Energien ausreichend im Netz haben. Und das wird systematisch in großem Maßstab passieren gerade oder passiert gerade in Deutschland, weil das massiv ausgerollt wird. Und das wirkt natürlich dann, hat halt auch einen negativen Aspekt. Und jetzt ist die Wärmepumpe als Technologie unserer Meinung nach eine extrem gute Antwort. Und wenn du das mit Piquea kombinierst, sorgst du dafür, dass der Anteil des Stroms, den die Wärmepumpe ja benötigt, gerade auch im Winter, bestmöglich aus erneuerbaren Energien gedeckt wird, nämlich mithilfe von Piquea und dem Sonnenstrom vom eigenen Dach aus dem Sommer. Ja, also dieses Bundle ist, glaube ich, wirklich zukunftsweisend. Also zu dem Thema Wärmepumpe, Ersatz von Gasheizung mit Wärmepumpe, habe ich auch mit Professor Quaschning schon mal Videos gedreht. Warum ist das sinnvoll, aus einer Kilowattstunde Strom 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme zu produzieren? Richtig coole Geschichte. Ja. Guckt euch die Videos gerne an, verlinke ich euch auch nochmal hier. Dann kam noch eine Frage, große Quartierslösungen mit solchen Systemen hier sind doch im Grunde viel besser, als wenn man in jedes Haus einzeln eine kleine Einheit packen würde. Was macht ihr da in dem Bereich oder ist das auch schon angedacht? Ja, das ist auch schon angedacht. Ich finde die Frage, die Frage hat einen Aspekt, der ist natürlich extrem sinnhaft. Man guckt sich einfach sozusagen ein bisschen man nennt es auch Balance of Plan, so eine Anlage an und sagt, wenn ich die größer skaliere, kann ich bestimmte Materialien effizienter einsetzen und kann, sagen wir so, wenn ich Grenzkostenbetrachtung mache, vielleicht zu niedrigeren Kosten komme. Das ist absolut richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber einen zweiten Aspekt, der ein bisschen dagegen arbeitet. Und jetzt muss man gucken, in welchem Anwendungsgebiet hat man die beste Lösung. Der Aspekt, der dagegen arbeitet, ist, dass durch die große Stückzahl wir die Anlagen komplett standardisieren können und durch die standardisierte Serienfertigung wir die Kosten schneller absenken können, als manchmal in Großprojekten möglich ist, weil es immer wieder ein individueller Anlagenbau ist. Mhm. Und dadurch entsteht dort einfach auch ein gegenläufiger Trend. Ob der dann überwiegt oder nicht, muss man sich mit der Zeit angucken. Der zweite Aspekt ist dadurch, dass man dezentral in die einzelnen Häuser geht,
ist es sehr einfach, die Prozesswärme zu nutzen und damit diesen hohen Effizienzgrad zu erreichen. Sobald ich die Erzeugungsanlagen von zum Beispiel Wasserstoff rausziehe aus den Gebäuden und zentral aufstelle, brauche ich dann immer mindestens ein Wärmeverteilnetz oder ich verliere die Wärme. Wenn ich es dann noch größer rausziehe, also wirklich Power-to-Gas-Großanlagen irgendwo ins Feld stelle, dann wird es praktisch unmöglich, die Wärme noch zu nutzen. Und wir sehen das als einen Vorteil an und wir sehen noch einen weiteren Aspekt, nämlich, dass die Stromnetze in Deutschland systematisch einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Wir hatten schon darüber gesprochen, Mobilitätsenergie wird elektrisch, belastet die Netze zusätzlich. Wärmeenergie wird über Wärmepumpen elektrisch, belastet die Netze zusätzlich. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien, fluktuierende Energiemengen, sind ja auch eine Herausforderung fürs Netz. Und in dieser Welt wollen wir Stabilität und Sicherheit in der Versorgung herstellen und schaffen das auch, weil wir mit dezentralen Anlagen eben auch ein bisschen mal die Netze entlasten wieder, weil wir nicht alle Energiemengen da durchschieben müssen, weil die dort erzeugt werden, wo sie auch gebraucht werden. Da könnte man ja sagen, wenn man jetzt so an jede Straße am Ende so eine größere Anlage, ist das ja auch so eine Art Dezentralität oder ein bisschen dezentral, aber aber den Ansatz habe ich verstanden. Lass uns weitergehen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Verluste bei der Umwandlung haben wir schon drüber gesprochen. Teillastbetrieb, Brennstoffzelle war noch eine Frage. Mhm. Und zwar hatten wir da ja so Umwandlungsverluste, beziehungsweise läuft die ja nicht ständig. Was sagst du dazu? Ja, also nein, die läuft nicht ständig. Zum Beispiel läuft sie im Normalfall im Sommer gar nicht. Mhm. Und im Winter läuft sie. Jetzt ist es so, eine Brennstoffzelle kann man sich vielleicht vorstellen wie einen Motor, damit hat man ein bisschen mehr Erfahrung. Der hat ja einen Wirkungsgrad, der von der Drehzahl abhängt und auch eine Leistungsabgabe, die von der Drehzahl abhängt. Mhm. Und ein bisschen übertragen kann man sich es bei der Brennstoffzelle auch vorstellen. Das heißt, der Wirkungsgrad und auch die Alterung hängt davon ab, in welchem Leistungsbereich du sie betreibst. Und das übernimmt jetzt das Energiemanagement von PKA eigenständig, weil ich glaube, das ist auch ein Bereich, wo wir als HPS eine wirklich außerordentliche Kompetenz besitzen, weil wir sehr, sehr viel Wasserstofferfahrung in dieser jungen Firma haben und wissen genau, welche Alterungsmechanismen die Brennstoffzelle oder auch den Elektrolyseur treffen. Und das ist zum einen, nämlich in welchem Leistungsbereich fährst du sie, ist genau die Frage. Zum anderen auch, zum Beispiel sind Start-Stopp-Zyklen ein wesentlicher Aspekt der Alterung einer Brennstoffzelle. Das heißt, ihr guckt dann immer, dass die Brennstoffzelle nur dann läuft, wenn wirklich der Batteriespeicher vielleicht schon relativ leer ist, dass sie dann für eine längere Zeit am Stück dann laufen kann und nicht ständig an- und ausgeht. Ja, genau. Ich gehe jetzt noch nicht in die Details, das wird sehr technisch, aber vereinfacht gesagt sorgt das Energiemanagement dafür, Start-Stopp-Zyklen zu reduzieren und den Betrieb im optimalen Leistungspunkt zu vergleichmäßigen. Und das kann man tun, wenn man sagen wir mal, sehr viel Intelligenz in die Steuerung reinbringt. Okay. Gesamtleistung des Systems hat noch einer drunter geschrieben. Jetzt weiß ich nicht genau, was er damit meint, vielleicht auch mit der Power, die das System das Haus versorgen kann, mit wie viel KW-Leistung? Genau. Das sind jetzt in Summe im PKA 7,5 KW-Leistungsabgabe. Das ist die Leistungselektronik, die 7,2 KW rausziehen kann aus der Batterie für das gesamte Haus. Genau, 7,5 KW. 7,5 KW, kann sie rausziehen. Genau. Das ist das, was möglich ist. Soll das noch nach oben gehen in der Zukunft? Das kann in zukünftigen Generationen kann das sich verändern, die Zahl, ja. Ja, also Leistungselektronik ist ja immer mein Thema, ne? Stromspeicher, Leistungselektronik. Der Stromspeicher, den nutzt ihr ja dafür, um da halt kurzfristige Peaks sozusagen abzufangen, ne? Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Dann, ab wann fängt der Elektrolyseur an, Wasserstoff zu machen? Wie viel Überschussstrom muss vom Dach kommen, damit er überhaupt loslegt? Gibt es da was man sagen kann? Also, wir haben uns eigentlich durch diese, also wie ich finde, intelligente Kopplung der zwei Technologien, Batterien und Wasserstoff, gespeist aus Solar, ein bisschen davon entkoppelt. Weil wenn wir Energiebilanzen über den Tag ausreichen, dann sind wir nicht davon abhängig, ob jetzt gerade eine Wolke vor der PV ist sozusagen und dann die Leistung runtergeht, sondern wir haben ja noch eine zweite Energiequelle oder einen Energiespeicher, nämlich die Batterie, und nutzen die auch mit einem intelligenten Energiemanagement, um den Betrieb der Wasserstoffkomponenten zu vergleichmäßigen und damit auch unabhängig zu machen von irgendeiner Mindestschwelle,
ich stelle mir das jetzt, ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig gerade so vor, sozusagen, du hast eine Mindestschwelle, dann würde ja der Elektrolyseur angehen. Jetzt stell dir vor, dunkle Wolken ziehen rüber und dann würde er sofort wieder ausgehen. Das wäre nicht sinnhaft. Und das passiert aber in der Anlage nicht. Also das heißt, da nehmt ihr dann die Batterie, deswegen ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Ich glaube, 20 Kilowattstunden ist das nutzbar. Im Moment, ne? Ja. Dass ihr dann damit einfach den Elektrolyseur weiterlaufen lasst, um halt genau diese Aus- und Anschaltzyklen zu minimieren wahrscheinlich. Ne? Genau, also kann die nur mit Überschuss betrieben werden, muss der Elektrolyseur weiterlaufen, das haben wir gerade geklärt. Wie viel MPP-Tracker hat eure Anlage? Man kann eine Solaranlage, glaube ich, auch direkt dran anschließen. Man kann bis zu 3 MPP-Tracker anschließen. Okay, und die Batterie ist dann sowieso schon damit dran? 3 MPP-Tracker? Die Batterie ist sowieso alles, ist alles inkludiert, auch die 3 MPP-Tracker sind dran. Jetzt kommt es darauf an, wie du das Solarfeld aufteilst. Okay, also 3 MPP-Tracker, für die, die es nicht wissen, ein String, ein Solarfeld ist ein MPP-Tracker, damit das halt im Optimum läuft. Guckt euch die anderen Videos an, haben wir Videos drüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Wie viel kW-Peak kann ich an so eine Solaranlage oder an die Leistungselektronik dann anschließen? Genau, du kannst rund 15 bis 16, knapp 16 kW-Peak anschließen. Okay, und 7,2 oder 7,5 kW Leistung der Batterie, ist das vielleicht zu wenig bei dem einen oder anderen Haus? Also wenn der Leistungsbedarf höher ist, dann ist das Piquet in der Lage, komplett unterbrechungsfrei mit dem Netz zu interagieren. Das heißt, du brauchst dann natürlich noch einen Netzanschluss, du hast Piquet, du maximierst deinen Verbrauch aus Solarenergie, aus eigener Solarenergie, und maximieren heißt auch immer bis zu 100%, je nachdem. Wenn du aber Überlasten hast, dann können die einfach aus dem Netz beigezogen werden. Okay, das heißt, mein Elektroauto laden oder solche Sachen sind dann kein Problem. Sei denn, ich bin komplett vom Netz getrennt, dann muss ich mir noch was überlegen, aber wenn ich das Netz habe, dann kann ich auch mehr. Genau, genau so. Ich würde es aus meiner Sicht so ausdrücken, wenn du, sag mal, du hast einen hohen Verbrauch und du willst jetzt so weit wie möglich unabhängig werden und du hast den Netzbezug auf der einen Seite, dann entscheidest du dich für ein Piquet, dann erreichst du die größtmögliche Unabhängigkeit, die in dem System geht. Wenn du aber auf keinen Komfort oder keinen zusätzlichen Verbrauch verzichten willst, hast du das Netz für den Reststrom. Jetzt gehen wir einfach mal in Gedanken in ein Blackout-Szenario, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert dann eigentlich. Das würde dann bedeuten, dass dein Haus grundlegend voll weiterversorgt wird, also auch wenn das Netz weg ist. Wenn du jetzt aber einen Verbraucher dazugenommen hast, der den Netzbezug benötigt, wie zum Beispiel jetzt, du willst dein Elektroauto jetzt dann voll mitladen oder, keine Ahnung, du hast nur eine starke elektrische Sauna, die dann genau, wenn es am dunkelsten und kältesten ist, den Stromverbrauch hochzieht, dann würde das in diesem Blackout-Szenario bedeuten, dass du zum Beispiel die Sauna dann nicht einstellst oder das Auto dann nur mit einer geringeren Leistung nachlädst, aber nicht das volle Ballett. Das wäre dann so dieses Extremszenario. Okay, und Ressourcen der Anlage. Jetzt haben viele gesagt, boah, das ist ja ein Riesenaufwand, das alles zu produzieren und so. Wie sieht das da mit der Bilanz aus? Ja, das haben wir uns sehr genau angeguckt, auch über den gesamten Lebenszyklus der Anlage mit dem Verbrauchern. Und wir sind dort grob in der Größenordnung 10 Tonnen CO2 werden freigesetzt bei der Produktion. Wobei wir auch da, das möchte ich auch schon sagen, also auch schon in der Fertigung von Piquet stehen Piquets, die CO2-freien Sonnenstrom für die Maschinen der Fertigung bereitstellen, also auch bei unserem Fertigungspartner. Und du sparst mit einem Piquet ungefähr 3 Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, nach 3-4 Jahren hast du es dann schon wieder raus. Und da will jetzt ausgehen davon, dass du in Kombination mit einem Service- und Wartungsvertrag, und wir rechnen dann auch später die Instandhaltung mit rein, die Anlage 25 Jahre locker betreiben kannst, ist das, denke ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Okay, cool. Schaltzyklen, Brennstoffzelle, Elektrolyseur haben wir eben gerade schon gesagt, aber was ist so vielleicht die Anzahl? Wie oft geht der an und aus im Jahr? Was sagt ihr da? Kann man nicht sagen. Kann ich jetzt, wir haben die Zahlen in der Simulation, aber kann ich jetzt gerade nicht aus der Hüfte schießen. Okay, alles klar. Welches Prinzip der Brennstoffzelle wird genutzt? Das war jetzt hier nochmal eine Frage. Darfst du das überhaupt sagen? Ja, wahrscheinlich. Du kennst uns jetzt ein bisschen. Wir antworten gerne auf die Fragen. Wir freuen uns über das Interesse und wollen ja auch alle, die sich dafür interessieren, die potenzielle Kunden sind, ja mitnehmen. Welches Prinzip der Brennstoffzelle wird genutzt? Wir haben eine luftgekühlte PEM-Brennstoffzelle.
Okay, super. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Frage zur Größe des Speichers. Welche Speichergrößen wird empfohlen bei einem Haushalt von 4000 Kilowattstunden Verbrauch? Also es hängt immer noch einmal davon ab, wie groß die Photovoltaikfläche ist. Das müssen wir simulieren. Erfahrungswert dafür wäre, ein zusätzliches XL-Bündel vorzusehen. Okay. Das heißt, das Grund-Piquea plus ein Bündel sollte bei einem 4000er Verbrauch wahrscheinlich gut hinkommen. Hängt immer davon ab, welche PV-Fläche ist vorhanden, wie ist die ausgerichtet, wo ist das Haus. Und das hattest du ja schon in dem ersten Teil sozusagen beantwortet, wie viele Flaschen das dann sind. Ne? Ich glaube, 16 Flaschen. Mal zwei wäre es dann in dem Fall. Ja, okay. Genau. Also 16 pro Bündel, ein Bündel ist immer schon dabei, ein zusätzliches, dann müssen wir 32 okay, Flaschen. Okay, alles klar. Zwei Quadratmeter. Wie viel Strom kann dann in so einem Bündel gespeichert werden, in diesen Speicherflaschen? Mhm. Dazu auch gerne nochmal das andere Video angucken, da haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Also wie viel Energie kann man speichern? In dem Batteriespeicher sind ja 20 Kilowattstunden drin. Ne? Richtig, die sind nutzbar. Die Nennkapazität ist sogar deutlich höher. Wir lassen da auch sehr bewusst eine Differenz zwischen der Nennkapazität und der nutzbaren Kapazität, um die Lebensdauer der Batterien zu maximieren für den Kunden und um auch, sagen wir so, auch im Extremfall bei bestimmten Szenarien immer noch eine zusätzliche Reserve zu behalten. Ja. Fragen zu Piquea. Also wer installiert mir sowas, wenn ich sowas haben möchte? Ja. Beziehungsweise wo kann ich das kaufen? Ja. Also wir haben, im Moment ist die Situation so, man kann es bei uns kaufen. Mhm. Und wir haben auch Installationsteams, die installieren können, auch deutschlandweit, okay. Auch also lokal positioniert. Und wir bauen parallel gerade ein stark wachsendes Partnernetzwerk auf. Okay. Und wünschen uns auch sehr, sehr, dass wir über die Partner die Kunden erreichen können. Und da auch eine Anfrage an uns stellen, wir würden dann immer einen Partner vermitteln, der vor Ort ist. Und es werden immer mehr. Und wir geben aber unabhängig davon auch immer die Garantie, dass wir auch direkt da sind. Wir haben auch zusätzlich eigene Teams und die können auch immer den Kunden anfahren. Okay, also das heißt, wenn ihr selber ein Installationsbetrieb seid und ihr wollt Piquea installieren, dann schreibt ihnen eine E-Mail oder an mich könnt ihr auch gerne schreiben, kontakt@money4future und dann leiten wir das weiter. Ja. Money4future.com. Ganz herzlichen Dank für die ganzen Fragen, dass du uns die beantwortet hast. Sehr, sehr, sehr cool. Wenn wir noch was vergessen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was hier alles so passiert. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mit mir hier die Energiewende nach vorne bringen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut, bis dahin und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.